Ich stehe hier an einer Stelle, wo ich öfter mal in der Woche vorbeikomme, eigentlich fast täglich, nämlich an den zwei Elektroautoparkplätzen in Kaiserslautern. Hier ist eine Steckdose, da steckt man dann den Stecker von seinem Elektroauto ein und kann es aufladen. Diese beiden Parkplätze sind fast immer leer, weil anscheinend so wenig Lauter ein Elektroauto haben. Das ist doch eigentlich traurig, oder ist das Elektroauto gar nicht so gut? Denn darum geht es dann in dem heutigen Video. Das kommt dann aber aus meinem Zimmer. Und damit willkommen zur neuen Folge von Raumplanung TV. Eben war ich noch draußen und jetzt bin ich in meinem Zimmer. So schnell geht das, da reichen 20 Sekunden Vorspann. Heute geht es, wie gesagt, darum, ob das Elektroauto wirklich so gut ist, wie alle sagen. Bevor ich darstelle, wie das Elektroauto hinsichtlich seiner Ökobilanz zu bewerten ist, erstmal kurz ein paar Takte zur Geschichte des Elektroautos. Das Elektroauto ist schon über 100 Jahre alt. Denn das erste bekannte Elektroauto, das wirklich funktioniert hat und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, wurde 1888 von einer Coburger Firma vorgestellt. Die Technologie hinter dem Elektroauto war bereits seit den 1830er Jahren bekannt, als Michael Faraday den Elektromagnetismus entdeckt hat und damit auch bewiesen hat, dass es theoretisch Fahrzeuge auf der Basis von Elektrizität geben könnte. Die Blütezeit erlebte das Elektroauto zwischen 1890 und etwa 1915 bis 1920. Dort waren tatsächlich mehr Elektroautos unterwegs als Dieselautos, weil man eben wusste, dass Elektrizität eine zukunftsweisende Technologie ist. So soll zum Beispiel auch Nikola Tesla mit Elektroautos experimentiert haben. Das ist auch mit der Grund, warum sich damals Elon Musk, als er seine bekannte Firma gegründet hat, auch an Nikola Tesla angelehnt hat, vom Namen her. Der Hype, den wir jetzt erleben, vom Elektroauto, das wieder aufkommt, hat in den 90er Jahren angefangen, wo man aufgrund der zunehmenden Bedeutung von Umweltschutz und dem Nachhaltigkeitsgedanken in der Verkehrsplanung versucht hat, Alternativen für den klassischen Autoverkehr mit Verbrennungsmotoren zu finden. Zwischen 1920 und 1990 war das Elektroauto jedoch nur ein Nischenfahrzeug. Denn letztlich wurde auch die autogerechte Stadt vor allem durch Autos mit Verbrennungsmotoren dominiert. Wie eben ja beschrieben, wurde das Auto besonders wegen seiner guten Umweltbilanz in den letzten 20 Jahren wieder bedeutend für die Forschung. Denn das Ziel der Forschung ist es seitdem, Elektroautos zu entwickeln, die theoretisch die aktuelle Motorisierung mit Verbrennungsmotoren ersetzen können. Ob das so einfach umsetzbar ist, ist eine andere Frage. Grundsätzlich hätte das aber auf jeden Fall bessere Folgen für die Umwelt. Denn wenn man den gesamten Produktionszyklus und den Energieverbrauch von Elektroautos betrachtet, dann entstehen weitaus weniger Treibhausgase wie bei Verbrennungsautos. Zumindest wenn man von klassischen Elektroautos spricht, die nur mit Elektrizität fahren. Hybridfahrzeuge sind nochmal ein anderes Thema. Wenn Interesse an einem Video zum Thema Hybridfahrzeuge besteht, dann müsst ihr mir unten in den Kommentaren einen Hinweis dazu schreiben.
Und dann kann man auch dazu mal ein Video machen. Das Herausragende beim Elektroauto liegt natürlich auf der Hand. Es ist wie Straßenbahnen oder Elektrozügel an dem Ort, an dem es fährt, 100% emissionsfrei. Dort, wo eben Elektroauto in der Stadt unterwegs ist, entstehen durch dieses Elektroauto also folglich keine Emissionen. Was man aber natürlich immer einberechnen muss, ist, dass der Strom, den das Auto benutzt, also mit dem der Akku vom Auto aufgeladen wurde, natürlich nicht unbedingt emissionsfrei sein muss. Denn das Problem ist, dass hier ein Großteil des Stroms bei uns in Deutschland eben nicht durch erneuerbare Energien erzeugt wird, sondern vorwiegend immer noch durch Kohlekraft, aber auch durch Atomkraft. Wenn man aber dafür sorgt, dass der Strom nur noch aus erneuerbaren Energien stammt und nicht mehr mit Kohle erzeugt wird oder anderen Stoffen, die Emissionen ausstrahlen, wie zum Beispiel auch Atomkraft, dann wäre das Elektroauto zu 100% emissionsfrei, weil weder die Energiequelle noch das Fahrzeug selbst jegliche Schadstoffe an die Umwelt abgeben würde. Und in dem Sinne hat das Elektroauto einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber sämtlichen Fahrzeugen, die mit Verbrennungsmotoren fahren. Jedoch gibt es ein Problem, das sich auch mit 100% erneuerbaren Energien nicht lösen lassen wird. Denn bei der Entsorgung der Bauteile des Akkus entsteht letztlich dann doch CO2. Man muss aber auch betonen, dass dieser Anteil von, glaube ich, 75 Gramm pro Fahrzeug verschwindend gering ist im Vergleich zu dem Anteil an Schadstoffen und insbesondere an CO2, der entsteht, wenn ein Auto eine Durchschnittsstrecke von 15 Kilometer am Tag in der Stadt herumfährt. Und auch bei der Entsorgung von Verbrennungsmotoren entstehen durch Lackreste schon riesige Mengen an CO2 und anderen giftigen Stoffen, die man auch mit den Endprodukten von Elektroautos nicht vergleichen kann. Außerdem hat das Elektroauto gegenüber dem Verbrennungsmotorauto ebenfalls den Vorteil, dass sich ähnlich wie bei Handys die Bauteile sehr leicht ersetzen lassen und auch sehr einfach recyceln lassen. Es müsste nur zu einer verstärkten Entwicklung im Recycling kommen, dass wir mehr recyceln und auch wirklich Produkte so herstellen, dass sie unendlich oft recycelbar sind. Und dann wäre das Elektroauto 100% nachhaltig. So, jetzt ist wie immer eure Meinung gefragt. Was ist eure Meinung zum Thema Elektroauto? Findet ihr das Elektroauto gut? Seid ihr genauso wie ich vom Elektroauto gehypt und seid der Meinung, es sollte eigentlich so schnell wie möglich das Dieselauto oder sämtliche andere Verbrennungsmotorautos ersetzen? Oder seid ihr dem Elektroauto gegenüber eher negativ gestimmt und meint, es soll alles so bleiben, wie es ist? Wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare. Ich habe vor einiger Zeit schon mal ein ähnliches Video gemacht, wo ich mich einer anderen, vielleicht sogar interessanteren Frage gewidmet habe, nämlich der Frage, ist die Dampflok Fluch oder Segen? Also gleicher Titel, nur diesmal halt in Bezug auf die Dampflok. Das Video habe ich hier irgendwo um mich herum verlinkt. Würde ich euch empfehlen, schaut euch dieses Video gerne an. Ansonsten würde ich mich an dieser Stelle wie immer über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefallen hat. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert meinen Kanal. Und damit sage ich an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!